Es war vor 1000 Jahren, um 3:15 Uhr, da lebten unter dem lachenden Himmel im verzauberten Walde Pribjats Wölfe. Die Sonne leuchtete Tag für Tag auf sie hinab, in manchen Nächten regnete es, in manchen war der Himmel so klar, dass sie auch die Wölfe des Himmels sehen konnten. Sie stießen ihre Zähne in das weiche Fleisch reifer Pfirsiche im Sommer und in das zähe Fleisch der Rehe im Winter, bis es den Geistern der Vulkane missfiel. Wie glücklich die Wölfe sich im Gras wälzten, im Rudel über die Flüsse setzten, um in der Steppe Verstecken zu spielen. Den Vulkangeistern missfiel die Freude, mit der die Wölfe die Pilze vom Waldboden brachen und die Kaninchen in die Büsche jagten. Den Vulkangeistern missfiel die Freude, so kochten sie, kochten ihre Mordessuppe und jagten all die Berge um Pripyat hinauf in den leuchtend blauen Himmel. Wie ein Gewitter sammelte sich die Mordessuppe über der Erde, die Melonen wuchsen nicht mehr am Rande der Trampelpfade, die Mandarinenfrüchtchen verkümmerten an ihren Zweiglein. Das Licht kehrte nicht zurück und die Wölfe gruben nach Würmern, wurden trauriger und trauriger, verloren ihre Zähne und ihre Augen ermüdeten in der langen dunklen Nacht. Nur selten stießen die Wölfe des Himmels auf den Boden hinab, rissen Bäume in Fetzen, ließen Hügel zittern und die Wölfe zu Boden heulten ihren bedrückten Gesang. Eines Tages brach der Kosmosstaub in zwei wie ein Laib Brot und das Licht stürzte zu Boden, als wolle es ein Fluss werden. Die Wölfe badeten darin und die Welpen fragten die Alten, was ist das? Und diese antworteten mit zahnlosen Lefzen, die Sonne. Sie reckten sich immer höher und höher, bis einer sagte, sieh, ich kann auf zwei Beinen gehen. Ein anderer antwortete, Dummkopf, daran ist doch alles falsch. Entblößter Bauch, schlechter Gleichgewichtssinn, schlechter Überblick, schlechte Kampfposition. So blieben sie auf allen Vieren. Manchmal fraßen sie Rehe zum Sport und manchmal fraßen die Rehe sie. Soll der Lok dieses Buch für Sie bestellen?